Hallo und herzlich willkommen, offensichtlich jetzt wieder im Wald. Und zwar, darf ich das sagen? Nein. Nicht. Ist ein Wald in der Schweiz? Reicht? Reicht. Ist glaube ich relativ typisch für so kleine, sagen wir mal, stadtnahe Wälder in der Schweiz. Das kann man schon so ein bisschen als Archetyp hernehmen, weil die Schweiz hat es ja nicht unbedingt zwingend erforderlich nötig, super einen auf extrem gewinnträchtige kleine stadtnahe Wälder zu machen. Das machen sie vielleicht trotzdem, weil die sind ja bekanntlich geizig und gierig und böse. Warum hebst du da was auf, was so aussieht, als wolltest du es nach mir werfen? Nein, natürlich nicht. So, Resultat jedenfalls ist, dass diese stadtnahen Wälder unter anderem sehr, sehr, sehr schöne Strukturen haben, wie diese Lichtung, die man jetzt im Hintergrund sieht. Sieht halt einfach toll aus, wenn da so eine kleine Wiese, so eine kleine Lichtung mitten im Wald steht. Wir zoomen mal hin. Also da könnt ihr es jetzt ganz gut sehen. Das ist auf jeden Fall also eine richtige schöne kleine Waldwiese. Das ist auch als Wildäsungsfläche, also ungefähr sowas, wie man sich das eben vorstellt beim Wildäsungsflächenkonzept, dass man also mitten im Wald wirklich so Freiflächen hat, wo das Wild ordentlich was zu fressen findet. Da wachsen leckere Kräuterchen, da wachsen leckere Gräserchen und all so ein Zeug, was hier auf dem Waldboden, ne, die Gesamtfläche an Grün auf dem Waldboden in einem Laubmischwald ist natürlich relativ gering. Und wenn man dann solche Wiesen dazwischen drin hat, dann kann halt das liebe Wild da dann zwischendrin halt ganz gut was zu essen finden und dann müssen sie weniger, also so das Konzept, und ich finde das auch nicht verkehrt, dass sie zwischendrin halt weniger an den Bäumen rumknabbern müssen, an den jungen Bäumen, weil sie einfach was Praktischeres, einfacher, leichter Erreichbares an Futter finden. Ja, würde man das regelmäßig bei uns, das wird ja viel diskutiert, auch in die Wälder reinsetzen, solche entsprechenden Wildäsungsflächen, könnte man eben vermuten. Keiner weiß das so genau, aber man könnte es vermuten und in der Theorie klingt das auch ganz gut, dass das dann halt eben die Wildschäden an den jungen Bäumchen, Wildverbissschäden, entsprechend reduzieren würde. Ja, ansonsten ist in diesem Wald hier jetzt noch auffällig, mal abgesehen davon, dass halt eben Strukturreichtum drin ist. Die Baumartenbiodiversität ist ganz, 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 ganz hoch. Und dementsprechend ist das auch wieder so relativ typisch für einen Erholungswald. Ne? Erholungswald ist das richtige Wort, das, was ich gesucht habe. Das haben wir ja in Deutschland durchaus auch im stadtnahen Bereich. Das gibt es zum Beispiel bei München, der Englische Garten. Wenn man sich den so anguckt, der ist natürlich erstmal ein Park. Es gibt später weiter hinten im Englischen Garten dann noch einen Waldbereich, der aus forstwirtschaftlicher Sicht, ne, rein Geld mit Bäumen verdienen, auch nicht prickelnd ist. Aber als Erholungswald, als Wald zum drin spazieren gehen für den entsprechenden Bürger, der da die Erholung sucht, ist das Ganze eigentlich ziemlich ideal. Und auf diesen Schwerpunkt ist dieser Wald hier auch so ein bisschen getrimmt. Wir gehen im Deutschen zumindest von einem Konzept aus, dass wir ein dreigliedriges System mit den Waldfunktionen haben. Der Wald hat eine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, heißt es immer so schön. Das kriegt man im Studium 8 Milliarden Mal vorgekaut. Das ist irgendwann echt nervtötend. Deswegen ignoriere ich diese blöde Formel relativ gerne, weil sie so nervt. Aber im Grunde ist es schon richtig und für den geneigten Laien, der da einigermaßen interessiert ist, sicherlich auch was ganz Gutes zu merken. Man muss den jeweiligen Schwerpunkt setzen. Ein Wald hat meistens einen dieser Punkte als Schwerpunkt. Die allermeisten Wälder, in Deutschland zumindest, sind erstmal Nutzwälder. Die haben dann auch noch eine gewisse Schutzfunktion im Sinne von zum Beispiel Wasserschutz. Die Wasserqualität in einer Region wird immer besser, wenn es da viel Wald gibt. Das ist einfach so. Da brauchen wir jetzt nicht lange darüber diskutieren, warum das so ist, aber das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel diesen Schutz, dann den Bodenschutz. Waldboden bleibt länger natürliche Bodengefüge erhalten als bei einem Ackerboden, der ständig gepflügt wird. Das ist für Böden eigentlich ziemliches Gift. Man muss es machen, es geht nicht anders, aber rein technisch gesehen eigentlich nicht gut. Und drittens halt eben diese Erholungsfunktion, das ist halt eben, je näher man an der nächsten größeren Stadt ist, insbesondere Stadt, bei Dörfern ist es gar nicht so wichtig. Dorfeinwohner interessieren sich nicht, ob ihr Wald besonders auf Erholungsnutzung ausgelegt ist oder nicht. Die haben ja meistens selber, also oft selber ein Stück Wald oder wirklich einen deutlich wirtschaftlicheren Bezug zum Wald und denen ist klar, dass da entsprechend Geld verdient werden muss in so einem Wald. Wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, dann ist das gar nicht so abstrakt, dass ein Forst erstmal zum Geldverdienen da ist. Das ist eher so ein
Stadt-Land-Konflikt-Ding, dass eher weil die Stadtbevölkerung irgendwie der Meinung ist und halt sollte zunächst mal einfach die Natur an sich sein im Dorf. Gibt es das nicht so sehr, diese Meinung. Ne? Aber deswegen, gerade eben deswegen, stadtnahe Wälder oft eben als entsprechendes Erholungsgebiet speziell ausgewiesen. Das heißt, rein ökonomisch sind solche Wälder nicht optimiert. Die sind eher, ja, damit, dass sie als Erholungswald dienen, automatisch auch immer ökologisch wertvoll, weil ein sehr gesunder, ein sehr grüner, ein sehr dichter, artenreicher Wald gleichzeitig als sehr erholsam erfunden wird und gleichzeitig damit aber auch sehr viele der möglichen Naturschutzziele eben entsprechend direkt parallel erfüllt. Und was es auch noch gibt, finde ich auch schön, ist so ein entsprechendes Netz mit ja, Sportifizierungsgeräten. Also es gibt hier auch so einen Fitnesspfad, den man hier entlang rennen kann, wirklich rennen und dann immer mal wieder zwischendurch irgendwelche lustigen Übungen absolvieren. Ich gebe mal der Kameradrohne kurz die Kamera und versuche mal, ob ich einen Klimmzug kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch einen Klimmzug kann. Früher konnte ich das mal. Okay, ich kann noch einen Klimmzug. Mehr brauchen wir nicht versuchen. So, naja, immerhin, ich habe vor einer Woche beschlossen, dass ich jetzt wieder anfange mit ein bisschen Krafttraining. Habe ich vor Jahren mal gemacht. Frau beeindrucken. Frau beeindruckt? Ja. Frau, das war ja einfach. Gut, aber jetzt so viel dazu. Erstmal so Allgemeines zu diesem Wald. Wir dackeln nachher noch ein bisschen im Bestand rum und gucken uns das noch ein bisschen genauer an. Wie gesagt, jetzt erstmal die einführenden Worte. Bis gleich. So, dann haben wir hier so eine schöne Grillstelle. Macht gleich nochmal so einen Rundumgang. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis organisatorischer Art. Falls ihr zufällig aus der Region kommt, ich habe ja auch ein paar Zuschauer bei den Eidgenossen, und wisst, wo das hier jetzt genau ist, wenn ihr darauf verzichten würdet, diesen Hinweis in die Kommentare zu schreiben, dann wäre hier die daneben dran relativ glücklich. Ja, danke schön. Die hat sowieso schon zu viel Öffentlichkeitswirksamkeit. Mhm. Mhm. So, jedenfalls, nee, worauf ich hinaus wollte, es ist auch jetzt repräsentativ quasi für den Rest der Schweiz. Es ist halt immer so ein bisschen, ne, also es ist immer einfach zu sagen, im Ausland ist alles viel schöner als bei uns. In diesem Fall ist es tatsächlich so und ich werde auch noch Dinge finden, die ich rumnörgeln kann in der Schweiz. Bestimmt. Aber was hier halt wirklich toll ist, ihr seht es jetzt gleich im Hintergrund, dieser Kasten da ganz hinten. Ne? Der blaue Kasten ist klar, das ist ein Mülleimer. Aber dieser Kasten da ganz da hinten, das ist tatsächlich ein Kästchen, wo einfach mal Brennholz drin liegt. Einfach so kostenlos. Jetzt könnte man meinen, gut, die Schweizer können es sich ja auch leisten. Wahrscheinlich ist das auch so. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die hier erstens mal Mülleimer 1, da hinten, ja, da der blaue, Mülleimer Nummer 2. Grillstelle gibt es auch, gucken wir uns gleich an. Und halt eben wirklich diesen Holzkasten hier mit entsprechend Trockenholz zum Grillen einfach mal so hier dastehen haben. Ne? Wenn es das in Deutschland gibt, wenn es das mal gibt, dann im Regelfall eigentlich nur so, dass das was kostet. Beziehungsweise, okay, eine Hütte kenne ich inzwischen, wo tatsächlich auch ein gewisses Maß an Trockenholz bevorratet war, wo man dann das auch eben kostenlos hätte verwenden können, um sich ein Feuerchen zu machen. Wahrscheinlich allerdings eben unter der Maßgabe, dass man es dann wieder auch auffüllt, wenn man es verbraucht hat. Und selbst sowas ist hier halt nicht der Fall. So wie ich das jetzt verstanden und mir habe erklären lassen, funktioniert das tatsächlich einfach wirklich 100% so, dass einfach die Stadt das dann wieder auffüllt, wenn es leer ist und das einfach kostenlos ihren Bürgern zur Verfügung stellt. Ja, also meine bisherigen finanziellen Erkenntnisse zur Schweiz sind, wenn du was bezahlen musst, ist es unbezahlbar, aber es gibt auch Dinge, die man nicht bezahlen muss, die bei uns was kosten würden. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Da kann man sich streiten. So, jedenfalls gibt es hier noch so ein Brünnelchen. Der ist, ne, seht ihr? Ich glaube schon, ja, jetzt. Der ist Trinkwasser und schmeckt hervorragend. Es ist wohl generell in der Schweiz, anders als bei uns, nicht so, dass wenn nichts dran steht, es automatisch kein Trinkwasser ist, sondern wenn nichts dran steht, dann ist es automatisch Trinkwasser. Wenn es tatsächlich mal kein Trinkwasser sein sollte, dann steht es im Regelfall dran. So, und dann soll ich noch lobend erwähnen die Pfadfinder, weil die haben wohl diese Grillstelle hier so sehr schön eingerichtet und mit den entsprechenden Steinchen und entsprechenden Bänkchen im Hintergrund ausgestattet. Das ist halt schon sehr deluxe, ne?
ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Bushcrafter-Grillstelle, aber so prinzipiell mit Holz vor Ort. Das Einzige, was man bräuchte, um hier jetzt ein Feuerchen zu machen, wäre irgendwas zum Flamme erzeugen. Man kann sich mit einem Taschenmesser da hinten beim Holz ein bisschen was zusammen abschrauben. Gut, irgendwas zum Holz spalten wäre noch nicht schlecht, aber Kleinholz findet man ja auch so im Wald. Das wäre jetzt also nicht die Schwierigkeit. Das ist schon wirklich sehr toll. Es macht auch für Flix noch mal viel Sinn, gerade in einem doch so stark frequentierten Wald, gerade im Hintergrund fahren jetzt die diversen Radfahrer vorbei, dass man da nicht einfach jeden irgendwo sonst wie im Wald das Holz sammeln lässt zum Nutzen der Grillstelle, was man vermutlich trotzdem wahrscheinlich auch irgendwie dürfte. Ich weiß es jetzt nicht, es hängt jedenfalls kein Schild, dass das in irgendeiner Form verbieten würde. Einfach wegen der hohen Frequenz, in der dieser Wald genutzt wird, wäre das dann schnell ein bisschen zu viel. Ne? Weil irgendwann ist jedes Ästchen, das vom Baum fällt, sofort eingesammelt und fürs nächste Brennholz verwendet. Das ist dann auch nicht mehr besonders nachhaltig und würde dann auch dem doch ansonsten hervorragenden Zustand dieses Waldes ein bisschen entgegenwirken. Finde ich also wirklich eine hervorragende Sache, dass sie das Holz einfach mal so bereitstellen. Es ist hier alles ultimativ sauber, es liegt kein bisschen Müll rum. Klar, es gibt zwei große Mülleimer, die werden offensichtlich auch regelmäßig geleert. Ja, vorbildlich, kann man nicht anders sagen. Bei uns schwierig, habe ich noch nie gesehen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich umsetzbar wäre. Ich glaube, dafür sind wir einfach nicht vernünftig genug. In dieser Hinsicht muss man ja wirklich sagen, so rein von dem, was man so mitbekommt, wenn man jetzt schon ein paar Mal in der Schweiz gewesen ist, und ich bin ja auch unabhängig von meinem Beziehungsstatus schon vorher ein paar Mal in der Schweiz gewesen, ja, da sind sie schon vernünftig. Zum Beispiel, es gibt hier auch keinen Flaschenpfand. Die meisten bringen ihre Flaschen trotzdem zu einer Recyclingstation. Einfach so. Das müssen die gar nicht. Das machen die aus Vernunftgründen, die Eidgenossen. Ist ein seltsames Völkchen. Nicht immer ganz einfach, aber macht schon vieles richtig. Richtig, der Haufen. Doch. So, Bäume gucken wir uns nachher an. Das war jetzt nur mal kurz zur entsprechenden Grillstellenpolitik der Schweizer. Vielleicht ist es auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich, das weiß ich nicht. Aber dieses Ding hier ist definitiv ein super tolles Beispiel. Und ich denke, das wird nicht das Einzige sein, was man in der Schweiz finden kann. Mein Ortskunde geschüttelt den Kopf. Also scheint wohl wirklich relativ repräsentativ zu sein. Ist es. Okay. Nee, das ist richtig. So, hier haben wir jetzt noch mal ein kleines Kuriosum gefunden. Das hier sieht jetzt vom Stamm her erstmal so ein bisschen hainbuchig aus. Ne? Wer sich ein bisschen auskennt mit meinen Videos, wenn man da entlang fährt und man spürt so Muskelstränge, das ist hier nicht sehr ausgeprägt, aber doch deutlich zu fühlen. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera einigermaßen erkennen. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Man spürt es schon sehr, diese Welligkeit. Ne? Das nennt man Spannrückigkeit und das habe ich schon mehrfach angesprochen als das Bestimmungsmerkmal für Hainbuche. Also im ersten Moment könnte man jetzt sagen, das ist bestimmt eine Hainbuche vom Stamm her. So bemerkenswert spannrückig, sonst glatter Stamm, das hat ja die normale Buche auch, aber Hainbuche auch, also eigentlich sieht ziemlich hainbuchig aus. Wenn wir uns jetzt umgucken, finden wir hier noch mehr Stämme, die ähnlich aussehen von der Struktur. Hier auch der da, da kann man schön erkennen an diesen Linien hier, ist auch wieder relativ spannrückig, aber auch das ist, und das ist der springende Punkt, eine stinknormale Buche. Da drüben haben wir auch noch mal so einen Fall. Oh, die da, genau. Suchen wir uns mal noch ein Beispiel. Vorsicht, Ilex. Vorsicht, Crategus monogyna. Beides sticht, wenn man reinrennt. Ja, hier. Das hier ist nochmal ein wunderbares Beispiel. Da kann man es jetzt auch nochmal schön sehen, dass die definitiv entsprechend spannrückig ist. Und wenn man da blatttechnisch ein bisschen nach oben schaut. Wartet. Da kann man es gut sehen. Ja. Das sind klassische Buchenblätter, sofort zu erkennen, also auch das eine ganz normale Buche. So, das ist jetzt von daher interessant, weil es gibt hier zumindest eine Buche, die dieses interessante Merkmal aufweist und die schon geschlechtsreif sein dürfte. Also in der Größe definitiv wirft die schon Bucheckern ab. So, hier in der Gegend stehen noch weitere Buchen mit diesem Merkmal, die deutlich jünger sind. Aber, ja gut, die ist nicht mehr viel jünger. Und auch solche Bucheckern, die dieses genetische Merkmal tragen könnten, eben potenziell abschmeißen können. Jetzt weiß ich nicht, sind das alles Geschwister und stammen vom gleichen Altbaum, der hier irgendwo steht? Könnte ich jetzt suchen gehen, kann ich auch sein lassen. Sind das tatsächlich Abkömmlinge von einer dieser älteren Buchen da, die schon relativ früh fruktifiziert hat? Jedenfalls ist es auf jeden Fall ein
Gendefekt möchte ich nicht sagen. Es ist eine besondere Ausprägung der normalen Buchenrinde, die normalerweise eben schön glatt und schön rund ist. Hier sind halt Buchen, die spannrückig sind. Und das muss auf jeden Fall genetisch fixiert sein, weil sonst wäre es kein Zufall, dass hier mehrere von den Teilen rumstehen. Also irgendwo haben wir hier jedenfalls einen alten Buchenbaum, der Bucheckern runterschmeißt, die eben dieses genetische Merkmal tragen, dass sämtliche Abkömmlinge dieses Baums auch diese Spannrückigkeit aufweisen. Mal ganz interessant, habe ich so auch noch nicht beobachtet. Ist halt auffällig, weil man im ersten Moment denkt, das ist doch eine Hainbuche. Und dann guckt man sich die Blätter an, nee, scheiße, ist nur eine Buche. Und ja, ist ganz, ne? Das kommt schon häufiger mal vor, dass Buchen auch mal spannrückig sein können. Also dieses, wie gesagt, dieser Genotyp, den entsprechenden Phänotyp, für diejenigen, die wissen, was das ist, verursacht, der ist schon bekannt. Das ist nichts super Außergewöhnliches, was ich jetzt hier gerade zum ersten Mal seit Menschheitsgedenken entdeckt habe. Habe ich schon an anderen Stellen entdeckt. Interessant ist aber hier halt eben, wie diese einzelnen Exemplare eben davon sich ins Gesamtbild einfügen, weil alle anderen Buchen jetzt im weiteren Abstand zu eben dem Produzenten dieser entsprechenden Samen sehen ganz normal aus. Oh, also schon ganz spannend eigentlich, finde ich. Auch hier gibt es noch Fichtenbestand. Ne? Da mal gucken, hier mal gucken. Also eigentlich tendenziell auch die Reste einer ehemaligen, muss man jetzt inzwischen fast sagen, Fichtenmonokultur könnte bei uns auch überall so stehen. Ne? Ist also wirklich nichts Besonderes. Das haben die Schweizer damals auch nicht anders gemacht als wir mit den lieben Fichten entsprechend angebaut. Man könnte jetzt sagen, das haben sie uns bis ich bei uns abgeguckt. Und das stimmt natürlich auch, weil wir haben es erfunden. In diesem Fall müssen wir leider nicht drauf stolz sein. Aber tatsächlich dieses Ganze mit dem Fichten zuklatschen, wenn man dazu mal einen Namen haben möchte, wer das eigentlich verbockt hat, auch wenn man es ihm eigentlich nicht wirklich vorwerfen kann. Es war halt mit dem Wissen der damaligen Zeit und in den damaligen Situationen echt nicht besser machbar. Aber das war ein gewisser Herr Pressler, falls ihr mal wissen wollt, wer da eigentlich schuld dran ist. Jedenfalls... das eigentlich prinzipiell der übliche Fichtenreinbestand. Ne? Das sieht man auch schön, wenn man nach oben guckt. Was da aber unten drin steht, jede Menge Buche. Und das ist ein Verfahren, was man auch in Deutschland oft findet. Und das nennt sich der sogenannte Buchenvoranbau. Soll heißen, man geht in Fichtenmonokulturen rein, pflanzt unten Buchen rein, oft auch so in Grüppchen, in einzelnen Häuflein. Buche, insbesondere junge Buche, kann unter Fichte noch einigermaßen gut wachsen. So, und wenn man jetzt irgendwann, wenn die reif sind zur Ernte, ich weiß nicht, welches Konzept hier gefahren wird, aber prinzipiell würde ich denen jetzt noch so 15, 20 Jahre etwa geben. Grob, ne? Kann man auch überlegen, ob man schon nach 10 reingeht, je nachdem, wie man das halt machen möchte. Aber wenn man jetzt nach und nach hingeht und hier mal so die dickeren Exemplare nach und nach rausgeht, dann stehen da ja jeweils Löcher im Kronendach. So, und das gibt auf jeden Fall so viel Licht, dass die jeweiligen Buchen, die da unten dann schon parat stehen und quasi nur darauf warten, dass da oben was aufbricht, dann auch entsprechend loslegen. Fichte ist trotzdem relativ konkurrenzkräftig, das wird also kein reiner Buchenbestand, nur weil da jetzt schon ein bisschen Buche unten drunter steht, sondern es wird ein wunderbarer Buchen-Fichten-Mischbestand. Da werden zwischendrin auch nochmal irgendwelche Fichten von alleine hochkommen, Fichten-Naturverjüngung, insbesondere wenn man das langsam aufbricht und da langsam einzelne kleine Lichtnischen, könnte man es fast nennen, eben entsprechend reinschlägt. Und dann gibt es einen tollen Fichten-Buchen-Mischbestand. Das ist auch von der Produktivität her übrigens ein extrem, wachstumsstarker Wald. Das bringt A Geld und B bindet viel CO2. Ist also so eine Win-Win-Situation meiner Meinung nach. Ich finde solche Wälder auch optisch durchaus sehr schön. Von der Biodiversität her sind sie auch schon auf jeden Fall um Klassen besser als ein Fichtenreinbestand und sogar ein bisschen artenreicher, wenn man sich so ein bisschen die Bodenpflanzenvegetation anguckt, teilweise sogar manchmal, das ist immer ein bisschen schwierig und da muss man auch ein bisschen forschen, sogar artenreicher als ein Buchenreinbestand, weil ein Buchenreinbestand lässt halt auch so gut wie gar kein Licht nach unten. Durch dieses Miteinander von Fichte und Buche ist das dann teilweise sogar noch mal ein bisschen besser und es kommen neue zusätzliche Insektenarten dazu, die man in einem Buchenreinbestand ansonsten so auch nicht antreffen würde. Auch gerade wenn wir hier mal auf den Boden gucken, da ist schon jetzt, gut, das ist jetzt hier der Randbereich, da ist schon einiges Interessantes, was hier rumsteht, ein paar verschiedene Gräser. Also da ist definitiv eine gewisse Biodiversität gegeben, das hier hervorragend gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu nörgeln. So, auch die Eidgenossen kommen nicht ganz ohne Zaun zurecht. Ne? Hier kann man schön sehen, also da sieht es noch besser. Das ist ein eingezäunter Bereich. Das ist per se jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm.
Es gibt da so einen kleinen Sport unter Förstern, dass man versucht, seinen Wald möglichst zaunfrei zu halten. Ne? Und wenn man dann einen zaunfreien Forstbetrieb hat, dann kann man damit angeben, wir haben einen zaunfreien Forstbetrieb, wir sind toll. Nur im Prinzip heißt das im Wesentlichen, in Deutschland, man hat den Wildbestand so sehr runtergeschossen. Das ist tatsächlich so. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, möchte ich gar nicht sagen. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass man den Wildbestand so weit runtergeschossen hat, dass man tatsächlich keinen Zaun braucht, dass einem alle mögliches schönes Laubholz wie hier eben entsprechend hochwachsen kann. Bemerkenswert ist nicht so sehr der Ahorn. Das ist eigentlich relativ normal. Schön ist, wie viel Esche hier hochkommt. Ne? Ich soll ja schon 27.000 Mal, sollte ich schon erzählen, was es eigentlich mit dem Eschentriebsterben auf sich hat. Ja, ein paar Texte dazu, weil mir gerade einfällt, dass ich das schon so oft erzählen sollte. Also wurde schon mehrfach gewünscht. Eschentriebsterben, das ist ein Pilz, der verursacht, was der Esche, ein Triebsterben. Burp. So, es ist wirklich noch nicht abschließend gänzlich geklärt, welcher Mechanismus da genau dazu führt. Es ist ein bisschen komplex. Diese Krankheit, es ist nicht so, dass der jetzt exakt dieses eine Ding kaputt macht und dadurch stirbt die Esche, soweit ich das in Erinnerung habe. Man kann da eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es ist zwar ein großes Problem, es ist aber kein Thema, was ich abendfüllend erklären könnte, weil es führt einfach dazu, das Zeug breitet sich auch wahnsinnig aus ohne Ende, dass bei uns in Deutschland mehr oder weniger der komplette Eschenbestand verreckt. Es wird auf jeden Fall so sein, dass einzelne Eschen resistent sein werden, mit Sicherheit, hundertprozentig. Das heißt, es wird auch nach dem Eschentriebsterben bei der Esche eine gewisse Erholung wieder einsetzen, nachdem die Esche also entsprechend wieder aufkommt. Wir hatten ein ganz ähnliches Phänomen beim Ulmensterben. Deswegen kennt kaum jemand die Ulme derzeit und die Ulmen sind auch tatsächlich verflixt seltene Bäume geworden in Deutschland. Jetzt kommen sie aber langsam wieder hoch. Und wo es Ulmen gibt, da wachsen auch immer mehr neue Ulmen entsprechend wieder nach oben und die Ulme erholt sich. Das Ulmensterben ist vorbei. Das war auch wieder so eine Pilzgeschichte, woran die alle zugrunde gegangen sind. Und die jetzt hochkommen, sind ja Nachkommen der resistenten Ulmen. Und deswegen hat sich das Thema Ulmensterben erledigt. Und wir werden in den nächsten Jahrzehnten dann auch wieder größere Ulmenanteile in den deutschen Wäldern hoffentlich haben. Wenn es dann überhaupt noch Wälder gibt, ist eine andere Frage. Aber mal gucken. Und so ähnlich wird sich das vermutlich auch mit der Esche verhalten. Warum heißt es die Schweiz Eschen und bei uns sind die Dinger ein Problem? Weil die Schweiz ist noch ein bisschen kälter und gerade einfach solche Pathogenorganismen, solche Schädlinge, die mögen es im Regelfall nicht besonders kalt. Heißt, die Randvorkommen einer nicht besonders kälteresistenten Baumart wie der Esche und ihrem noch weniger kälteresistenten Pathogen brauchen länger, bis sie überhaupt befallen werden von dem Eschentriebsterben. Und wenn wir Glück haben, wird die Schweiz überhaupt nicht befallen, beziehungsweise zumindest dieser Bereich der Schweiz hier nicht. Aber es gibt hier einen guten, gesunden Eschenaltbestand. Sieht wirklich schön aus. Es gibt wunderbar Eschenverjüngung, wobei die ganz jungen Exemplare auch vom Eschentriebsterben meistens noch nicht so sehr betroffen sind. Die Verjüngung kommt dann meistens trotzdem noch auf und stirbt dann aber relativ schnell weg. Hier nicht der Fall. So, aber was ich eigentlich noch mal erzählen wollte, eben die Sache mit dem Zaun. Auch hier braucht man eben Zaun, um solche mehr oder weniger Kahlflächen dann sich wieder natürlich verjüngen zu lassen. Das scheint mir wirklich größtenteils natürliche Verjüngung zu sein. Da steht genau das da, was hier auch in der näheren Umgebung sonst so drumherum steht. Ist eine gute Möglichkeit, das dann eben schnell wieder unter Bestockung zu kriegen, ohne da großartig Geld für ausgeben zu müssen. Da eine Arbeitsstunde Waldarbeiter in der Schweiz ja etwa umgerechnet 8.000 Euro kostet, ist das auf jeden Fall eine wirklich sehr günstige Alternative. Wobei dieser Zaun natürlich auch aus Schweizer Material besteht und da würde der laufende Meter Zaun wahrscheinlich auch sowas um die umgerechnet 500 Euro kosten. Schwierig dann zu sagen, was da genau teurer ist. Eben übrigens mal YouTube-Kommentare gelesen. Da hat doch tatsächlich jemand befürchtet, dass ich jetzt meinen Ernährungsstil umstelle, weil hier gegenüber gut kochen kann. Nur mal so als Beispiel. Imbiss, Ben. Ja, ne? Ja. Imbiss, bessere Hälfte. Hat also noch hat es nichts bewirkt. Tada! Wir haben hier ein Stück Ast.
wurde mir eben in die Hand gedrückt, damit ich mal sagen kann, worum es sich da handelt. So. Und das ist doch eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, dass wir uns mal ein ganz kleines bisschen mit Holzbestimmung beschäftigen. Dazu brauchen wir bitte mein Instrument. Instrument wird geladen, bitte warten. Da. Danke. So eine Lupe hier, ne? Die es zum Beispiel als Schlüsselanhänger Lüpchen gibt. Da, die hat mehrere Funktionen. Man kann damit theoretisch, also ich nicht, Feuer machen und man kann damit tatsächlich Dinge vergrößern, die man dann besser sieht. Ne? Und das ist gerade bei der Holzbestimmung relativ hilfreich. Ich glaube, so ist ganz gut scharf. Ja. Und was ihr hier seht, ist halt eben ein Stück Ast. Erstmal auffällig ist dieser dunkle Bereich in der Mitte vom Ast. Das ist schlicht und ergreifend das sogenannte Kernholz. War da nicht gerade Sonne drauf? Wo ist die Sonne hin? Machen wir nochmal da. Ja, besser. Das ist das sogenannte Kernholz. Das bedeutet, die inneren Schichten von diesem Stück Ast sind bereits abgestorben. Also das Holz hier, das sich entsprechend so verfärbt hat, ist quasi totes Material. Und damit dieses tote Material eben nicht vom Pilz angefressen wird, weil es sich nicht mehr wehren kann, weil es totes Material ist, lagert ein Baum da dann in der Mitte gerne, also manche Bäume, nicht alle, aber viele, lagern in der Mitte dann gerne eben entsprechende spezielle Inhaltsstoffe drin, die erstens mal zu der Färbung vom Holz führen und zweitens quasi eben ein Antibiotikum zum Beispiel sind gegen Pilze. Wäre eine Möglichkeit. Oder halt irgendwelche Gerbstoffe, die einfach verhindern, dass das Holz so einfach zu zersetzen ist. Oder irgendwelchen Insekten dann auch nicht mehr schmeckt und so weiter und so weiter und so weiter. Ist also ein Schutzmechanismus für das innere Holz. Und das ist außerdem ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, weil das ist ein Nadelholz hier. Das weiß ich jetzt, weil ich es halt weiß. wir haben es halt an einer entsprechenden Stelle eingesammelt. Das kann man natürlich auch relativ gut am Holzaufbau erkennen. Dafür bräuchte man aber eine noch stärkere Lupe, als ich jetzt hier zur Verfügung habe. Deshalb nehmen wir jetzt einfach die Information, dass es sich um ein Nadelholz handelt, einfach mal als gegeben hin. Gut. Das ist nämlich relativ simpel, jetzt Nadelhölzer zu unterscheiden. Und das werden wir jetzt mal kurz durchgehen. Ist es eine Fichte? Nö. Ist es eine Tanne? Auch nicht. So, warum nicht? Weil es hat ein Kernholz. Fichte und Tanne haben kein Kernholz, haben keinen Farbkern. Heißt, Fichte und Tanne kann es schon mal nicht sein. Die beiden Hölzer scheiden schon mal aus. So, da haben wir gar nicht mehr so viel übrig, ne? Jetzt haben wir noch theoretisch die Kiefer, die Lärche und die Douglasia und häufigen Nadelbäumen, die in unseren Wäldern hier so vorkommen. Ne? Das ist in der Schweiz auch nicht anders als in Deutschland. Potenziell noch möglich wäre auch noch eine Zeder, eine Eibe. Ja, und da bleibt dann wirklich gar nicht mehr so viel übrig, was dann theoretisch hier noch wachsen könnte. Achso, der Wacholder noch, aber das ist alles auch auszuschließen. Das ist alles jeweils super seltenes Zeug, dass man das mal, das weiß man dann schon, dass man das gerade aufgesammelt hat, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte. Okay, ist schon wieder der Schatten im... Böser Schatten. So. Jetzt wissen wir also, es handelt sich entweder um Kiefer, Lärche oder Douglasie wahrscheinlich. Wie können wir jetzt die nochmal unterscheiden? Wenn wir uns jetzt hier, ich mache das mal so rum, dann werfe ich erst recht einen Schatten. So geht's. Jetzt habe ich es geschafft. Wäre es jetzt Lärche oder Douglasie, dann müssten wir hier im früheren Holzbereich, also nicht im Kernholz, sondern in dem jüngeren Holzbereich, müssten wir einen deutlichen Übergang zwischen dem sogenannten Frühholz und dem Spätholz erkennen können. Das heißt, wir hätten hier eine deutlich erkennbare Jahrringgrenze, die sich farblich deutlich vom umgebenden Holz abhebt. Haben wir hier nicht, ne? Sieht man hier nicht. Das ist mehr oder weniger eine, selbst unter der Lupe, eine relativ homogene Fläche. Kein großer Farbunterschied, jahringtechnischer Art erkennbar. So, damit ist es automatisch mehr oder weniger auch schon die Kiefer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sollte ich es nicht mehr richtig in Erinnerung haben, schneide ich das Ganze hier raus. Aber ich glaube, das stimmt. Und wenn wir jetzt noch Lärche und Douglasie unterscheiden wollten, dann hätten wir halt eben sehr wohl hier einen deutlich erkennbaren jahrigen Übergang, also dass die Jahrringgrenze wirklich schön farblich erkennbar wäre. Und dann müssten wir nochmal ins Kernholz gucken und dann braucht man nämlich auch wirklich eine Lupe, um zu erkennen, ob man hier in dem dunklen Kernholz noch kleine, helle, mehr oder weniger kreisförmige Einschlüsse erkennen kann. Also so kleine Punkte da drin sozusagen, gelber Art.
hell bis gelblich, irgendwie sowas um den Dreh. Das sind nämlich sogenannte Harzkanäle, die bei der Lärche auftreten, bei der Douglasie allerdings nicht. Bei der Douglasie wäre das also eine homogene, dunkle Fläche, so wie hier jetzt, aber mit einem deutlichen Jahrringübergang im jüngeren Holz. Und wenn es eben eine Lärche wäre, dann hätten wir auch den üblichen, den deutlichen Jahrringübergang im jüngeren Holz plus hier eben im Kernholz eben diese besagten hellen Punkte, diese Harzkanäle. Okay, viel gelabert zu einem kleinen Stück Holz, aber das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut korrekt bestimmt. So, jetzt sind wir hier wieder an einer Feuerstelle zu erkennen, da hinten am Brennholz und am Müll. Und was ich noch ergänzen wollte, was ich jetzt gerade aufgeklärt wurde, ist, einer der Gründe, weshalb hier kein Müll rumliegt, könnte vielleicht daran liegen, dass hier die Mülleimer quasi zwar erstmal so kostenlos sind, wenn man hier im Wald unterwegs ist, aber dann eine Müllgebühr pro Jahr eben über die Stadt entsprechend anfällt. Wer also hier in der Gegend wohnt, der denkt sich vielleicht, könnte man jetzt zumindest vermuten, dass das so abläuft. Okay, jetzt habe ich schon einen Haufen Müllgebühr gezahlt, jetzt schmeiße ich meinen Müll auch in den ollen Mülleimer, den ich bezahlt habe und nicht unbedingt in die Landschaft. Wäre eine mögliche Erklärung. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass irgendein Idiot sich denkt, ja, ich habe die Müllgebühr bezahlt, dann kann ich den Müll ja auch in die Landschaft schmeißen. Passiert aber offensichtlich nicht. Was war das Zweite? Dass wir recyceln, weil wir genau. Ja. Und ich hatte ja noch erwähnt, dass die Schweizer ja fleißig am Recyceln sind, obwohl sie es gar nicht müssen, obwohl es keinen Flaschenpfand gibt. So, da spielt aber wohl noch eine Rolle, dass wenn man seine Flaschen zum Beispiel, die PET-Flaschen, zum Recyclinghof oder sonst wohin bringt oder da, wo man sie halt abgeben kann, dass man sie dann natürlich nicht in den Hausmüll schmeißen muss, so anders als bei uns. Ist der Hausmüll wohl nach Menge von Müll, was man da bezahlt. Je nachdem, wie viele Säcke sie daheim abholen müssen, muss man dann plus, minus, mehr oder weniger irgendwie zahlen. Und das heißt, man spart dann Geld, wenn man seinen Müll quasi selber zum Recyclinghof bringt, anstatt es einfach in den Hausmüll zu schmeißen und dann für die Säcke berappen zu müssen. Also, der Schweizer, doch nicht ein ganz so guter Mensch, wie ich zuerst dachte. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich den Schweizer etwas verglorifiziert habe. Ich soll da jetzt in den Wald gehen und was erzähle, sagt sie. Jawohl. Oh, aber ich will nicht. Geht trotzdem. Dann gehe ich halt in den Wald und erzähle da was. Ah, jetzt war sie im Bild, das hat sie davon. So, oh, hey, das lohnt sich ja tatsächlich. Ja, sie hat mir recht, mal wieder. Wir haben hier sogar ein bisschen junges Nadelbäumchen. Und zwar, Sekunde. Tada, eine Tanne. Tatsächlich ist das die erste Tanne, die ich jetzt hier sehe, in diesem Wäldchen. Oh, schön. Tanne gibt es also auch und vor allen Dingen, die ist unverbissen. Ist also eine sehr gut hochkommende Tanne. Wenn ja hier irgendwas verbissen werden würde, also wohl wirklich verbiss scheint kein großes Problem zu sein. Und wir befinden uns, dann wäre zuerst die Tanne verbissen, um den Satz zu Ende zu sprechen, den ich gerade angefangen habe. Was man auch immer wieder viel findet, ist Haselnuss. Ja. Steht überall mittendrin, recht weit verbreitet. Es gibt hier auch Rückegassen, so wie dieses Ding hier. Also das Rückegassensystem, das haben die Schweizer auch. So. Und was ich gerade sagen wollte, also verbissschutztechnisch, da hinten war ja dieser Sache mit dem Zaun. Also hatte ich euch erzählt. Und daran kann man ganz gut erkennen, also ein gewisses Verbissproblem scheint zu existieren. Oder die haben tatsächlich den Zaun dann nur deswegen hingestellt, damit die Touristen da nicht rumspringen in der Verjüngungsfläche. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Also vielleicht wäre es dann doch in großen Mengen junger, aufkommender Bäume mit einem gewissen Verbissdruck zu rechnen. Aber andererseits sieht es hier halt wirklich nicht so aus, wenn man mal ein bisschen auf den Boden guckt. Das muss man auch immer mal machen. Immer schön auf den Boden gucken. Da haben wir dann erstens mal den ollen Sauerklee. Den kennt ja eh jeder. Den kann man ja auch ganz gerne. Der wird ja gerne von uns, den Buschkur-Afterschaft wird ja gerne verziert. Und hier haben wir nochmal ein Tänchen. Attention please, wie der Satz, Sachse sagt, wenn ein Engländer einen Weihnachtsbaum bestellen möchte. Attention please. Ja, nochmal eine Tanne, wieder. Ja, die ist vielleicht einmal verbissen worden, vielleicht, aber tendenziell vielleicht doch eher nicht. Wenn, dann wäre es recht undeutlich. Also auch ein schönes kleines Tännchen. Da hinten haben wir auch eine kleine Fichte am Hochkommen. Also es gibt, raussuchen. Es gibt eine Nadelholzverjüngung, die gibt es sehr wohl. Und sonst findet man in der Verjüngung auch viel, gucken wir da nochmal hin, Eiche und Buche. Alles da. Da
toll und schön mit dem Sauerklee und diverse Gräser. Nadelholzverjüngung, wie gesagt, eben auch gegeben. Hier stehen auch noch ein paar Altfichten rum. Muss ja, anders würde das auch nicht funktionieren. Und ein weiteres Beispiel für die Erholungswaldfunktion ist natürlich eine Kinderhütte. Ja, also kein richtiges Shelter, wo jetzt irgendein Buschkrafter drin übernachtet hätte, aber eine Kinderhütte. Ich weiß gar nicht, darf man hier im Wald übernachten? Fragen wir mal diejenige, die es vielleicht weiß. Schatz, darf man im Wald pennen hier? Nicht. Okay, hat sich erledigt. Würde mich auch überraschen. Hm? Überbaumgrenze, das weiß ich. Also zum Biwakieren in der Schweiz, die eine Sache, die wirklich ziemlich feststeht, ist, dass man im Gebirge oberhalb der Baumgrenze immer biwakieren darf. Das darf man auch. Geplantes Biwak ist dann kein Problem mit den Übernachtungen im Wald. Wahrscheinlich ist es eine nicht ganz so, ja, es ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, soweit ich weiß. Sie nickt. Ansonsten ist es so ein bisschen Grauzonenregelung, ne? Solange man keinen Blödsinn anstellt und sich nicht erwischen lässt. Bestimmt. Aber offiziell weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen strenger als bei uns in manchen Kantonen. In anderen Kantonen dann wieder gar nicht, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht weiß das jemand genauer und mag es in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Tanne. Doch, wirklich sehr schön. Hier ist auch gerade so eine lichtere Insel. Dann gibt es natürlich auch die Brombeeren da am Boden. Ne? Das ist alles Brombeere. Kriegt man oft, wenn zu viel Licht auf den Boden kommt in den Wäldern. Dann gibt es dann relativ schnell eine relativ dichte Brombeervegetation, das freut sich dann nicht so sehr der Waldarbeiter, wenn er da durch muss, beziehungsweise der Forstwirt, würde er in Deutschland heißen, wie die in der Schweiz heißen, habe ich keine Ahnung. Ja, das ist also, was es hier so zu sehen gab. Und hier wollte ich jetzt nochmal in den Wald, weil hier haben wir jetzt erstmal Kiefer. Ist nicht die einzige, gibt es hier immer mal wieder Kiefer. So ist das jetzt nicht, aber ich finde das auch eine gute Kombination einfach. Die Kiefer verträgt sich einfach vor die rollen optischen Zwecke. Mit den meisten Waldbildern, ja schaut mal dahin zum Beispiel. Da sieht die Kiefer einfach optisch echt gut drin aus. Gerade so Mischwälder, wo auch nochmal ein bisschen Kiefer drin steht. Ich finde das optisch einfach schön. Auch die Rinde von dem Ding, ne? Die Borke von der guten Kiefer mit ihrer schönen Farbe und insbesondere weiter oben, wo sie dann so leicht rötlicher wird, das sieht dann auch toll aus, finde ich, einfach so in einem Waldbild. Tendenziell auch, wenn man auf dem Wald einfach am Boden liegt und hoch in die Baumkronen guckt, auch eine sehr hübsche Angelegenheit. Ah, da haben wir noch eine Platane. Das ist nämlich auch eine Besonderheit, dass sie halt eben teilweise sogar auch ein bisschen Platanen im Wald rumstehen. Eigentlich kein ausgesprochener Waldbaum. Bei uns findet man gerne mal an Straßen als Straßenbaum, als Stadtbaum in der Stadt, weil die sehr gut darin sind, entsprechende Abgase zu vertragen und stecken die relativ problemlos weg. Sonst wieder viel Buche. Finden wir hier sonst noch was Interessantes? Hier auch ein Ahorn, sogar ein Spitz. Ja, tatsächlich. Es handelt sich hierbei auch wieder nur um Bergahorn. Ich dachte zuerst gerade, das könnte auch ein Spitzahorn sein, ist aber nur ein Bergahorn. Ein nicht sehr typischer Bergahorn, kann ich es einfach zustimmen, egal. Dann haben wir hier noch eine Lerche drin stehen. Jenes Ding hier. Auch nochmal eine schöne Ergänzung, auch dieser kahle Nadelbaum, dann im Winter eine ganz schöne Sache. So, Fichte, selbstverständlich immer mal wieder zwischendrin. Tja, und auch hier gibt es tatsächlich illegale Feuerstellen, was ich wirklich nicht verstehen kann, da man ja gerade hier in diesen Wäldern jetzt so viele Grillplätze hat mit vorbereitetem Holz und allem Pipapo. Warum muss dann sowas hier sein? Das ist mir dann wirklich nicht, verstehe ich nicht, das kapiere ich wirklich nicht. Ist nicht schlecht, ich mache ja gerne Feuerstellen-Review, ist schon ganz in Ordnung, ne? Man hat ein bisschen was drumherum gelegt, man hat schon den Bereich hier um die Feuerstelle so ein bisschen, so zumindest so einen knappen Meter Abstand zur Umgebung einigermaßen von Material geräumt. Die ist jetzt schon älter, die Feuerstelle. Vielleicht hat man auch die trockenen Nadeln, die jetzt hier drumherum liegen, vielleicht schon ein bisschen zur Weite geräumt. Das ist schon nicht schlecht, wenn da jetzt jemand einigermaßen aufgepasst hat mit seinem Feuer. Dann hat da auch nichts passieren können. Na klar kann man das noch besser machen und noch vorbildlicher, aber
ich sehe einfach die Notwendigkeit nicht, warum man wirklich in diesem Wald die nächste offizielle Feuerstelle, der nächste super tolle Grillplatz ist, was waren das, 200, 300 Meter, ja, ungefähr so viel ist er weg. Das ist also relativ lächerlich. Interessant und bezeichnend ist, dass neben dieser Feuerstelle auch noch ein Birkenstämmchen liegt, ein Birkenästchen, ist auch ein bisschen Birkenrinde dran. Hier steht aber nirgendwo irgendwo eine Birke. Das haben sie wahrscheinlich auch zu Feuerzwecken entsprechend hier angeschleppt. Ein bisschen Spurensuche im Walde noch betreiben. Ja, und das ist halt eben diese Lichtungsfläche, die ich als Äsungsfläche angesprochen habe. Ich vermute, dass das wirklich die Funktion ist. Auffällig ist, dass da keine Hochsitze rumstehen, weil wir haben ja schon gesagt, das ist ein Erholungswald hier. Wenn hier allzu viel gejagt werden würde, wäre das der Erholung der anderen Waldbesucher wahrscheinlich nicht besonders zuträglich. Deswegen, ich glaube, wenn hier gejagt wird, dann wahrscheinlich nur per Drückjagd, Bewegungsjagd in irgendeiner Form. Könnte auch eine Treibjagd sein. Ansitzjagd, also ein ständiger Jagddruck, scheint hier wirklich verwiesen zu werden. Wie das generell in der Schweiz mit der Jagd funktioniert, welche Konzepte sie da aktuell verfolgen und was da gerade so die gängige Meinung ist, das weiß ich nicht. Das kann ich, glaube ich, meine Ortskundige auch nicht fragen. Das wird die auch nicht unbedingt wissen. Schauen wir mal, vielleicht gibt es noch was Interessantes. Da immer wieder schöne Verjüngung am Boden. Die Verjüngung ist wirklich bemerkenswert. Hier und wieder mal ein paar seltenere Baumexemplare. Das da könnte noch vielleicht interessant sein. Ist das eine normale Fichte? Lass mal gucken. Es ist, ja, das ist eine normale Fichte. Schade, sah aus die Ferne so ein bisschen spezieller aus. Ja, wie gesagt, hier hinten nochmal besagte schöne Wiese. Und ich denke, das ist auch ein würdiges Schlussbild in diesem wirklich schönen, eben mustergültigen Erholungswald. Hier nochmal eine Hainbuche. Hier eine richtige Hainbuche mit dieser deutlichen Spannrückigkeit. Also die gibt es auch, richtige Hainbuche. Es gibt nicht nur Pseudo-Hainbuchen. Und natürlich, wie man im Hintergrund hört, beliebt bei Familien mit Kindern und generell Schulklassen. Heute Mittag ist auch die ganze Schulklasse hier unterwegs gewesen. Die hatten offensichtlich in irgendeiner Form irgendein Schulprojekt im Wald. Finde ich natürlich auch super. Kommt bei uns meiner Meinung nach viel zu kurz, dass die Kinder mit der Schule auch schulbedingt in den Wald rausgehen. Sollte man viel öfter machen. Wir als Deutsche, gerade wir als Waldnation. Wir sind eigentlich eine Waldnation. Das weiß halt nur keiner. Und genau das ist das Problem. Und deswegen sollte gerade die Schule, finde ich, in dieser Hinsicht viel mehr machen. Die Schweizer tun es offensichtlich. Die Schweizer mögen ja seltsam und neutral sein, aber manches machen die wirklich richtig. Und attraktiv sind sie auch, besonders die Schweizerinnen, mitunter. Jetzt werde ich bestimmt gleich wieder beworfen. Ich gehe in Deckung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.